Es waren einmal ein König und eine Königin. Und sie lebten schon viele Jahre zusammen in Frieden und Harmonie. Aber sie hatten nicht das Glück, ein Kind zu bekommen. Es verging kein Tag, an dem sie nicht unter diesem Umstand litten. Wie leer ist das Haus ohne ein Kind, das uns im Alter Freude bringt. Ja, wie glücklich wären wir, hätten wir ein Kind. Dann würden wir sie oder ihn innig lieben. Und so kam es, dass eines Tages, als die Königin im Wasser eines Flusses badete, ein Frosch aus dem Kies am Ufer sprang und der Königin erzählte: Ihr solltet wissen, Eure Hoheit, dass euer Wunsch in Erfüllung gehen wird. In spätestens einem Jahr werdet ihr ein kleines Mädchen haben. Ein Jahr verging und was der Frosch sagte, wurde wahr. Die Königin brachte ein Mädchen zur Welt und es war so schön, dass der König außer sich vor Freude war. Weil er sein Glück mit allen teilen wollte, gab seine Majestät ein großes Fest, zu dem er alle seine Verwandten, Freunde und Bekannten einlud. Der König lud auch die Feen ein, damit er das Schicksal seines kleinen Mädchens herausfinden konnte. Jeder ist bei dieser Party meiner Tochter willkommen. Ich ordne an, dass dieser Tag im ganzen Land gefeiert wird. Ein Hoch auf die Prinzessin! In diesem Königreich gab es 13 Feen. Aber weil der König nur 12 goldene Teller hatte, auf denen er ihnen ihr Essen servieren konnte, wurde eine der Feen nicht zum Fest eingeladen. Das Fest war sehr schön und die Feen machten dem Mädchen die schönsten Geschenke. Eine wünschte ihr, dass sie weise werde, eine andere, dass sie schön werde, eine dritte, dass sie reich werde und so weiter. Jede wünschte ihr alles, was man sich in diesem Leben nur wünschen konnte. Plötzlich stürmte die 13. Fee während der Party herein und wollte sich rächen, weil sie nicht zum Fest eingeladen worden war. Ohne jemanden direkt zu konfrontieren, erklärte sie mit dröhnender Stimme: Wenn das Mädchen 15 Jahre alt wird, sticht es sich an einer Spindel und wird für immer schlafen. Sie sagte nichts weiter und verließ den Thronsaal. Alle erstarrten vor Schreck. Aber die 12. Fee, die noch keinen Wunsch geäußert hatte, näherte sich der Wiege und sagte: Ich habe nicht die Macht, den Fluch zu brechen, aber ich kann ihn ändern. Möge der Schlaf des Mädchens nicht für die Ewigkeit sein, sondern nur für 100 Jahre. Der König, der sein geliebtes kleines Mädchen wirklich vor Schaden bewahren wollte, befahl, alle Spindeln im Königreich zu verbrennen. Und nach einer Weile vergaß er den Fluch. Die Jahre vergingen, das Mädchen wuchs heran. Und die Wünsche, die die Feen geäußert hatten, gingen in Erfüllung. Sie war sehr weise, schön, gut erzogen und freundlich, sodass jeder, der sie traf, sie sofort mochte. Genau an dem Tag, an dem die Prinzessin 15 Jahre alt wurde, waren der König und die Königin nicht im Schloss und sie wurde allein zu Hause gelassen. Um sich zu amüsieren, beschloss sie, alle Räume des Schlosses nacheinander zu durchqueren. So verbrachte sie Stunden damit, durch das ganze Gebäude zu gehen, bis sie einen alten Turm erreichte. Sie ging die schmale Treppe hinauf und blieb vor einer Holztür stehen. Im Schloss der Tür steckte ein alter, rostiger Schlüssel. Und als sie den Schlüssel drehte, flog die Tür auf und das Mädchen sah in einem kleinen Raum eine alte Frau, die eine Spindel drehte. Guten Tag, alte Frau. Was machen Sie denn hier? Fragte die Prinzessin neugierig.
Ei, nun, wie Sie sehen können, spinne ich, sagte die alte Frau freundlich und schüttelte den Kopf. Aber warum dreht sich die Spindel so schnell? Fragte das Mädchen, nahm die Spindel in die Hand und versuchte, sie ebenfalls zu spinnen. Aber als sie sie berührte, wurde der Fluch der bösen Fee wahr und die Prinzessin stach sich in einen ihrer Finger. Sobald sie den Stich spürte, brach das Mädchen auf dem Bett im Turmzimmer zusammen und fiel in einen tiefen Schlaf. Und dieser Zustand des Schlafes erfasste das ganze Schloss. Der König und die Königin, die in der Zwischenzeit nach Hause zurückgekehrt waren und sich im Thronsaal befanden, schliefen sofort ein, zusammen mit ihrem gesamten Hofstaat, der zur gleichen Zeit wie sie in den Schlummer gefallen war. Die Pferde schliefen im Stall ein, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach und die Fliegen an den Wänden. Selbst das Feuer, das im Herd brannte, löschte seine Flammen vollständig. Sogar der Wind hörte auf zu wehen und kein einziges Blatt bewegte sich in den Bäumen in der Nähe des Schlosses. Ein lebendiger Zaun begann rund um das Schloss zu wachsen, mit allen Arten von hohen und stacheligen Pflanzen, die es schafften, das gesamte Gebäude zu bedecken, bis hin zur Fahne auf seinem Dach. Die ganze Welt erfuhr von Dornröschen, denn alle begannen, die junge Prinzessin so zu nennen. Von Zeit zu Zeit versuchte ein Ritter oder ein Prinz, sich einen Weg durch das dichte Blattwerk um das Schloss zu bahnen, um ins Innere zu gelangen. Aber keiner von ihnen konnte hindurchgehen, weil die Pflanzen sich fest um sie schlangen und sie daran hinderten, einen Fuß in das Schloss zu setzen. Nach vielen, vielen Jahren näherte sich ein Prinz dem Schloss. Erstaunt über den Anblick, der sich ihm bot, begann er ein Gespräch mit einem alten Mann. Schön, dich zu sehen, alter Mann. Wie geht es dir? Danke, Eure Hoheit. Ich kann mich nicht beklagen. Wissen Sie zufällig, was sich hinter diesem hohen Gestrüpp verbirgt? Das wissen Sie nicht. Wenn Sie all diese Pflanzen beiseite schieben würden, könnten Sie ein Schloss entdecken. Und in diesem Schloss existiert eine schlafende Prinzessin, die so schön ist, wie es sonst keine andere gibt. Warum sieht dieser Ort dann so verlassen aus? Ich war noch ein Kind, als mein Großvater mir erzählte, dass die Prinzessin wegen eines Fluchs in einem tiefen Schlaf gefangen ward und dass der König und die Königin zusammen mit ihren Höflingen und all den anderen Kreaturen dort ebenfalls schlafen. Viele Prinzen haben versucht, Dornröschen zu erreichen. Aber keiner war erfolgreich. Und keiner von ihnen schaffte es, den Weg zurückzufinden, weil sie sich im Dickicht der Dornen verfangen hatten. Dann sagte der junge Mann voller Zuversicht: Ich habe vor nichts Angst. Ich werde Dornröschen retten, selbst wenn ich mein Leben verlieren sollte. Und so sehr der alte Mann auch versuchte, den Prinzen umzustimmen, es gelang ihm nicht, denn der junge Mann wollte sein Wort halten. Das war auch genau der Tag, an dem der 100-jährige Fluch zu Ende ging und an dem Dornröschen aus ihrem langen Schlummer erwachen sollte. Als der Prinz sich dem dornigen Zaun näherte, konnte er nicht glauben, was er sah. Denn die Büsche waren jetzt voller großer, schöner Blumen und sie wichen ihm aus dem Weg, bildeten einen Pfad und ließen ihn frei zum Schloss gehen. Nachdem er es passiert hatte, schloss sich der Weg hinter ihm und die Blumen verwandelten sich wieder in eine unzugängliche Wand aus dornigen Büschen. Im Hof des Schlosses sah er viele Pferde und Reiter, die auf dem Boden schliefen, während die Tauben auf dem Dach fest schliefen. Sobald er das Schloss betrat, wurde er Zeuge einer ähnlichen Szene. Alle Höflinge zusammen mit dem König und der Königin waren in dem 100-jährigen Schlaf gefangen. Dann ging er durch mehrere Räume, ohne irgendwo stehen zu bleiben. Das ganze Schloss war in eine so tiefe Stille gehüllt, dass man sogar sein Herzklopfen hören konnte. Schließlich erreichte der junge Mann den Turm und öffnete die Tür des Zimmers, in dem Dornröschen lag.
Sie war in ihrem Schlaf so schön, dass der Prinz seine Augen nicht mehr von ihr lassen konnte. Also beugte er sich vor und küsste sie. Sobald er das tat, begann Dornröschen, ihre Wimpern zu bewegen, öffnete ihre Augen und schaute ihn liebevoll an. Dann verließen beide den Turm und wie auf ein Signal wachten auch der König und die Königin aus ihrem Schlummer auf, zusammen mit allen anderen Menschen und Tieren im Schloss. Sie sahen sich verwirrt an und konnten nicht so recht glauben, was mit ihnen geschehen war. Eure Hoheit, ich bin von weit her gekommen, nachdem ich von einem Mädchen gehört habe, das so schön ist wie kein anderes und das nicht aus dem tiefen Schlaf geweckt werden konnte, in dem es sich befand. Nun, wo der Fluch gebrochen ist, möchte ich Sie mit eurer Erlaubnis bitten, meine Frau zu werden. Wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie uns vom Fluch gerettet haben, der uns während dieser vielen Jahre befallen hatte. Wir geben Ihnen unsere Erlaubnis, unsere geliebte Tochter zu bitten, Ihre Frau zu werden. Aber nur, wenn sie damit einverstanden ist. Dornröschen, das nun nicht mehr schlief, sondern voller Leben war, gab gerne ihr Einverständnis. Und dann hatten sie eine große Hochzeit, die ein Jahr und einen Tag dauerte, die sie jetzt vielleicht noch feiern. Und so endete die Geschichte von Dornröschen.